Herzlich willkommen, liebe Krebse, zu eurer Tarot-Wochenbotschaft. Ich möchte in dieser Woche schon schauen, was die nächste für euch bereithält. Und die Karten fliegen. So, die war sehr präsent, die war sehr präsent. Liebe Krebse, das sieht schon mal äußerst gut aus. Und wir haben noch die hier. Okay, wir haben eine wahnsinnig schöne Legung für euch für die nächste Woche. Wir haben hier einmal eine Erleichterung. Hier geht es ganz viel um Zwischenmenschlichkeit oder beziehungsweise um zwischenmenschliche Verbindungen, um sich wieder treffen oder beziehungsweise auch wieder etwas in Ordnung zu bringen. Mit dem Gericht, das ist hier die größte Karte in der Legung, haben wir ein Aufatmen, vielleicht auch ein wieder lebendig werden. Vielleicht kommt hier jemand wieder zurück zu dir oder jemand, den du aus der Vergangenheit kennst, bei dem es lange Funkstille gab, Kontaktstillstand, sowas in der Art. Das könnte hier wieder lebendig werden, beziehungsweise darüber freut man sich tatsächlich auch, ne? Das ist so ein Wiederbegegnen und so ein: Ich empfange dich mit offenen Armen. Ich freue mich wirklich, dass du wieder in mein Leben trittst. Und hier mit den zwei der Kelchen kommt nochmal so eine Begegnung auf Augenhöhe, beziehungsweise auch so ein: Ich lege dir mein Herz dar. Ich zeige dir, was in der Vergangenheit war, beziehungsweise wie wichtig du mir bist, ne? Von daher, da kannst du tatsächlich davon ausgehen, dass hier im zwischenmenschlichen Bereich wieder ein so Wiederentdecken kommt. Ich weiß nicht, ob du dich mit irgendjemandem gestritten hast oder ob da irgendjemand war, der dich geghostet hat. Es kann auch eine eingefahrene oder eine eingefrorene Freundschaft sein, aber vielleicht auch der Ex-Freund, der hier wieder auf die Matte tritt. Und es ist so ein bisschen wie, als ob die Engel die Trompete blasen, tröten und als ob dann plötzlich wieder so schnips, da ist er wieder. Oder er oder sie oder keine Ahnung. Also es wirkt hier tatsächlich so, als ob man sich mit offenen Armen begegnet und sich auch wirklich freut über das Wiederaufeinandertreffen. Dabei ist es völlig egal, wie ihr auseinandergegangen seid. Es kann auch sein, dass hier ein Streit vorher stattgefunden hat, aber das macht hier in dieser Woche überhaupt ist überhaupt nicht das Thema. Es geht hier tatsächlich in erster Linie um dieses: Ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist. Oder beziehungsweise, dass du wieder in meinem Leben präsent bist. Und das Ganze ist hier auch noch irgendwie abgesegnet. Also ich habe hier sehr viel Engelsflügel in den Tarotkartenbildern drin. Das heißt, irgendwie scheint es irgendwie auch schon eine Beziehung zu sein oder eine Verbindung, die wirklich abgesegnet ist und die unter einem göttlichen Schutz steht, ne? Von daher, freu dich drauf. Freu dich auf jeden Fall drauf. Einmal nochmal kurz als Hinweis, wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr das natürlich anders entscheiden, ja? Die Tarotkarten zeigen immer nur, wie könnte der Weg sein, für welchen Weg du dich dann aber letztendlich entscheidest. Das ist deine eigene Verantwortung. Das möchte ich dir auch gar nicht vorschreiben. Wenn du sagst, nö, ich bin glücklich so, wie es gerade ist, dann verschließ dich gerne vor diesem Menschen. Aber wenn du da jemanden hast, der in dein Leben wieder kommen soll, dann mach die Augen auf und sei ganz besonders aufmerksam, weil dann wird er kommen. So. Ich schaue nochmal, was für ein Geschenk wir in dieser Woche haben und einen Rat von den Karten. Das Geschenk, oh, du wirkst hier sehr attraktiv und du wirkst hier auch sehr durchsetzungsstark, sehr selbstbewusst. Königin der Stäbe ist in dieser Legung, das bist du. Also das heißt, eine sehr temperamentvolle Person, sehr durchsetzungsstark. Du hast so einen gewissen Funken und du hast so ein gewisses Feuer, was lodert. Und was dir hier tatsächlich, was dich sehr attraktiv zu machen scheint. Also sehr viel Feuerenergie, was ich hier bei dir mit drin habe. Und es kann sein, dass das plötzlich jemand bemerkt und dass da jemand sagt, oh, ich habe den Krebs oder die Krebsin, um es jetzt mal so komisch zu formulieren, habe ich irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Irgendwie hast du was sehr Attraktives in dieser Woche und es wirkt auch so, als ob dein Schein, dein Funkeln, deine Aura, als ob die wirklich sehr gelb ist, sehr leuchtend, fast schon golden und als ob du da wirklich jemanden von dir überzeugen und anziehen kannst. So, der Rat. Okay, der Rat ist tatsächlich, die Mühe ist es wert. Ja, also es kann sein, dass das jemand ist, der ist vielleicht schwierig, mit dem kannst du schwierig umgehen. Vielleicht hatte das auch tatsächlich einen Sinn und irgendwie
ein Hintergrund, dass du keinen Kontakt zu dieser Person hattest. Aber es lohnt sich, jetzt ein bisschen zu investieren, beziehungsweise die Mühe auf sich zu nehmen. Vielleicht auch nochmal zu reflektieren, warum hatten wir so lange einen Kontaktstillstand oder einen Kontaktabbruch oder keine Ahnung, warum war das alles auf Eis gelegt? Vielleicht das nochmal reflektieren. Das wird anstrengend, das kann ich dir an dieser Stelle sagen. Aber es ist nicht im Bereich des Unmöglichen. Du bringst hier die Stäbe mit, du bist Königin der Stäbe. Und diese Belastung, ich muss das nochmal aufarbeiten für mich und uns. Das kannst du durchaus angehen. Du bist hier in deinem Element oder beziehungsweise du bist hier in der genau richtigen Energie in dieser Woche, um das anzugehen, auch wenn das heißt, ein bisschen Zähne zusammenbeißen und ein bisschen gucken und ein bisschen ja, Mühe und Schweiß da rein investieren. Ja? Generell eine wahnsinnig schöne Legung, lieber Krebs. Ich hoffe, dir hat sie mindestens genauso gut gefallen wie mir. Ja, ob ihr das annehmt, das steht wieder auf einem anderen Blatt, das dürft ihr selber entscheiden. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das Video liked, wenn ihr das Video teilt und vielleicht noch ein Abo abschließt. Natürlich alles kostenlos und es hilft mir wirklich wahnsinnig weiter. So, meine Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und nur das Beste für diese Woche.